So, die Fernbedienung hat ihren Job getan. Hallo, super, ihr Lieben. Wir haben uns jetzt mal gedacht, Ascho mischt dich wieder im Ohr. Ascho, weil das ist ja genau, ne? Das gehört ja zu mir. Ach, gehört, ja. Das gehört wie mir. Aber so kennen wir das nicht. Wie, keine Ahnung. Mir Arsch auf einmal. So zum Beispiel, also ich sag mal, ich hätte es jetzt nicht so vulgär ausgedrückt, aber ist ja egal. So, auf jeden Fall haben wir uns gedacht, wir waren ja jetzt im Urlaub, leider ist er vorbei. Ja, noch zwei Wochen. Und da haben wir uns gedacht, es könnte euch ja, oder wird vielleicht viele interessieren, was uns der Urlaub so gekostet hat. Was hat es dort gekostet und so weiter. Weil Ungarn war ja, ich sag mal so, es gab Zeiten, da durften wir nur nach Ungarn, nach Tschechien, nach Russland und nach Bulgarien. Aha, das war zu DDR-Zeiten. Richtig. Kenne ich nicht mehr. Bin ich noch zu jung. Ich hatte das Glück. Ach nee, nach Polen durften wir auch noch. Siehst du? So, ich hatte das Glück in meiner Kindheit, als ich in der DDR groß geworden bin, wir hatten es so schlecht. Nein. Das klingt anscheinend nicht so. Nein, nee, wir hatten es nicht. Ich fand es jetzt nicht schlecht. Ich war in Tschechien, ich war in Polen. Aber was ist lustig? Wo fahren wir denn jetzt hin? Ehrlich gesagt, es bleiben die gleichen Orte. Ja. Wir fahren an die polnische Ostsee, wir fahren nach Tschechien und wir fahren nach Ungarn. Nach Tschechien seltener. Das haben wir ja eher dazwischen gehabt zu Corona. Der bösen Corona-Zeit. Ja. Da haben wir uns gedacht, so, jetzt fahren wir nochmal nach Tschechien, nach Arnulovice, ne? Ja, das war aber dem geschuldet, genau, weil wir ja nicht nach Ungarn rein durften. Genau, sonst wären wir nach Ungarn gefahren. Und nicht nach Polen durften. Nach Polen durften wir auch nicht, ne? Naja, das sind wir halt dann dorthin gefahren. Aber dieses Jahr war wieder Ungarn dran. Zum Glück. Und das war ja auch noch, das war ja das Schöne. Also ich kannte ja Ungarn nur von der Landkarte und von Erzählungen. Ja, du warst doch aber schon einmal. Ich war nie. Ja. Und klar warst du gerade kurz vorher. Ja, aber da war ja schon hier DDR vorbei. Ja, das ist ja egal. Also nee, also zu DDR-Zeiten immer, das war immer so für mich. Wirklich, alle haben sie dann erzählt. Oder viele haben gesagt, oh, ich war in Ungarn im Balaton. Ach so. Ich denke, oh, ich denke Balaton. So was ist Balaton? Kenn ich nicht. Kenn ich nicht. Nee, hab wirklich nie gekannt. Und dann halt, ja, im Unterricht war es dann mal dran. Ich so, ah, krauses Wasser, krauses See. Ja, großer See. Alles klar. Ja, und du warst dann mit deiner damaligen Freundin. Ex-Freundin. Hast du gewonnen gehabt? Ich hatte eine Reise gewonnen. Genau, du hast eine Reise gewonnen nach Ungarn. Ja. Dadurch hast du Ungarn kennenlernen dürfen. Ja. Ja, und dann durfte er mit uns, da war ich ja nur damals gerade mal 16 Jahre alt, allen Ernstes im ersten Jahr, als wir uns kennengelernt haben, sind wir gemeinsam mit Marley's Hoch-Family und der gesamten Family nach Ungarn gefahren, ja, an Balaton. Und da hast du ihn dann wieder kennengelernt. Ja. Zum zweiten Mal. Zum zweiten Mal kennengelernt und ich habe ganz viele neue Eindrücke gewonnen, die ich euch, die werden wir mal in einem separaten Video machen, weil da gibt es so viel zu. Aber eine Anekdote, die können wir doch gerne mal sagen. Wie war das? Der Blitz, weil es gewitterte. Der Blitz, der schlägt nur in den Balaton ein. Mein lieber Schwiegervater. Brauchst du gar keine Angst zu haben, ne? Dafür liebe ich ihn noch heute. Ja, da liegt ich habe Probleme mit Gewittern. Bis heute. Das hat sich nicht geändert. Und nach der Aussage hast recht. Und seitdem das passiert ist, definitiv. Ich stehe mit meinem Schwiegervater an der Balkontür, an der Terrassentür und das scherbelt und kracht. Ich denke, um Gottes Willen. Aber der Blitz schlägt nur im Balaton. Dann sagt er zu mir, der Blitz schlägt nur im Balaton ein. Und genau in dem Moment schlägt der Wasserhahn vorne an der Straße, in dem Moment schlägt dort der Blitz ein. Das war schön. Seitdem hast du kein Vertrauen mehr zu ihm, oder? Ja, und ich sag mal so, er hat bis jetzt auch noch nicht viel dazu getan, dass sich das gebessert hat. Aber das müssen wir wirklich mal sehr beraten machen, genau, weil das würde den Rahmen jetzt sprengen. Aber das ist so eine Anekdote, die wir so alle gemeinsam erlebt haben. Ja. Ne? Marley's Hoch-Family und die gesamte Bande und wir. Und wir lachen jedes Jahr wieder drüber. Und dieses Jahr haben wir wieder drüber gelacht, weil es hat gewittert, als wir am Balaton waren. Und das ist wirklich, der erste Blitz kommt, es ist der erste Donner und in dem Moment kommt es bloß an die Liste noch damals. Ja, und es schlägt nur ein Balaton ein. Das, und wir wissen sofort, was gemeint ist. Fantastisch. Das ist schon herrlich. So. Aber jetzt, lange Rede, kurzer Sinn, jetzt machen wir ja mal eine Rechnung auf. Genau. Jetzt wollen wir euch doch mal erzählen, was hat denn überhaupt der Urlaub gekostet? Wir fangen am besten an mit dem Tanken, womit wir erstmal begonnen haben. Mhm. Wollen wir da, ja, das sagen wir jetzt einfach im Endeffekt, was wir tanken im Allgemeinen. Wir sind mit 111 Euro, wir haben ja Diesel. Das Auto war wirklich, also der Tank war so gut wie leer. Es passen zwischen 72 und 75 Litern, so genau,
keine Ahnung. 75 Liter passen rein und da war wirklich, also das hat schon gepiept. Ja, also da war wirklich leer. Kurz vorm Ende. Sind wir an der Hemdtankstelle gefahren, dort war es am günstigsten zu dem Zeitpunkt. 111 Euro also. Haben wir am Anfang, um überhaupt nach Ungarn zu kommen. Als wir dort angekommen sind, in Ungarn, hatten wir, also wo wir komplett am Balaton waren, hatten wir ungefähr 140, 160 Kilometer, hat er angezeigt. Mhm. Also haben wir uns gedacht, wir sind eigentlich nur einkaufen gefahren, mal kurz zu Aldi und ansonsten waren wir mit dem Auto gar nicht unterwegs. Also Ungarn haben wir dann getankt bei der Orlen-Tankstelle, bevor wir zurückgefahren sind, für 109 Euro. Richtig. Der Diesel kostet, was kostet denn derzeit der Diesel? 630 Forint? Ach so, ja, genau. Das der Liter. Ich kann euch leider nicht sagen, was der Benzin kostet. Da ist aber, glaube ich, ein Stückchen 10 Forint günstiger, ja, oder so. Das ist irrelevant. Weil der Benzin ist dort halt günstiger als hier wiederum. Bei uns ist ja genau umgekehrt. So, der Kurs ist ungefähr 1 Euro zu 380 Forint. Also hat er 1,66 Euro gekostet, was relativ günstig war. Vor allen Dingen, weil wir ja wussten, in Deutschland ist der Diesel extrem gestiegen. So, das war also, haben wir wirklich Hin- und Rückfahrt, sind wir ungefähr mit 220 Euro hingekommen. Genau. Wir haben dann allerdings nochmal, weil wir ja wussten, in Deutschland ist es wieder sehr, sehr teuer geworden mit dem Diesel. Der halbe Tank war leer, dann in Tschechien, als wir zurück zu uns gefahren sind, da haben wir nochmal zusätzlich 79. Die würde ich jetzt aber nicht unbedingt mit reinrechnen wollen. Weil wir wären ja nach Hause gekommen. So. Und das mit 140, 180 Kilometern auch wieder so in der Drehe, wären wir im Endeffekt wieder hier angekommen. Und das ist ja sowieso der Benzin aus Tschechien und Polen, der scheint nachzuwachsen. Also das ist kurios. Ist wirklich, ja, so. Der ist richtig, ich weiß auch nicht. Der verbraucht ja weniger oder ich weiß nicht. Also ist, wir haben keinen Plan. Obwohl der Reifendruck ja immer noch nicht so berauschend ist. Aber nächste Woche ist TÜV dran und da kann unser Werkstattmeister gleich mal drüber gucken. Ich denke, das wird er dann schon machen. So, dann sind wir natürlich, und wir haben ja eine Zwischenübernachtung gemacht, weil das machen wir auf der Hinfahrt immer, dass wir einfach, das ist so, ja, Einstimmung auf den Urlaub, dass wir eine Zwischenübernachtung meistens entweder in Hechalon oder in Mojan Majerova. Das kennst du nur als Beispiel. Das kann ich nur, wenn ich betrunken bin. Achso, so. Ich brauche dafür nichts trinken, hab ich ja gesagt. Und das sind solche Barockhotels, nennen sich die, ne? Das eine ist ein Panorama-Hotel und das andere ist ein Barockhotel. Und die sind genau. So, die sind aber schön ähnlich. Die sind schön barockmäßig beide auch eingerichtet. Finde ich total geil. Also die sind richtig toll. Gefällt mir. Obwohl du wenig davon siehst. Ich hab's dann bloß gefilmt. Marika, ja, da kannst erzählt mir's dann immer. Genau. Ich kann es im Nachhinein angucken. Ich finde das total geil. Das schön gemacht. So. Und also in Hechalon, muss ich sagen, das waren wir ja, da waren wir letztes Jahr. Mhm. Und wir haben, bei beiden haben wir immer Frühstücksbuffet mit drin. Und das war letztes Jahr in Hechalon. War gar nicht gut. Naja. Nein, das war nicht so berauschend. Naja. Und das ist aber direkt an der Autobahn übrigens, dieses Hotel. Ja, also das ist, du kommst in Ungarn rein, fährst einen Kilometer, dann sagt der Abfahrt. Autobahnabfahrt. 500 dann Meter ist das Hotel. Moschon ist ein bisschen weiter dann, aber ehrlich gesagt, man fährt von der Autobahn runter, ist auch kleiner. Ist kleiner. Also das ist ratzifatzi. So, und Moschon haben wir bezahlt dieses Jahr 103 Euro inklusive Kurtaxe und das für 4 Personen? Ja, 4 Personen. Das war ein Zimmer. Ihr könnt ja mal, wie gesagt, wer es gerne sehen möchte, Marika kann es euch, glaube ich, auch drin verlinken. Ja, ich kann es euch verlinken. Ich verlinke es euch oben dann mal in der Infobox, genau, damit ihr dort draufklicken könnt. Da haben wir eine Roomtour gemacht an dem Moschon. Das ist ja wirklich das Hotel. Die Kinder hatten ein eigenes Zimmer, wir hatten ein eigenes Schlafzimmer, wir hatten ein riesen Bad, wir hatten einen riesen Balkon, der ums ganze Haus ging. Ja. Und also für das Geld. Also es ist wirklich eine kleine Küche war da, zwar ohne Herdplatte, aber die hatten einen Kaffee. Die hatten einen Kühlschrank, die hatten Kaffee zum Einrühren, die hatten einen Wasserkocher, war alles da. Kaffee war. Also besser ging es gar nicht. Also, da hat man Platz gehabt. Absolutes Bombenfrühstücksbuffet. Oh ja, also das ist richtig klasse. Nichts sagen, also. Und für das Geld, für 4 Personen, ich glaube, günstiger kommt man nicht weg. Nee. Also das würde man definitiv empfehlen. Ich denke, nächstes Jahr, jo. Ich würde das definitiv bevorzugen, im Gegensatz zu Hedgehalle. Ja. Auf jeden Fall. So, und das war das. Da war die Kurtaxe drin. So, ja, dann sind wir ja weitergefahren. Mhm. Ja. Noch 200 Kilometer. Und dann waren wir endlich in Balatonfeldor. Genau. Und unsere Vermieterin hat uns schon ganz freudig erwartet. Genau, weil wir ja letztes Jahr schon an dem gleichen, gleichen Ferienhaus, Ferienkomplex. Ja, Ferienkomplex ist es nicht. Das ist ein Ferienhaus. Das ist ein Ferienhaus, ja. Also die hat viele Ferien. Also wir hatten eine riesengroße Ferienwohnung und da hat sie noch kleinere drin. Also genau. Fantastisch. Hast halt Pool. Ja, ein riesengroßer Pool. Dann hast du. Die Außenküche ist dort drin. Also die ist ja richtig klasse. Das haben aber nur wir, weil wir halt diese riesengroße Wohnung, das sind ja 1, 2, oh Gott, wir könnten viele. 3, 4,
fünf, also es sind sechs Räume. Und 10 Leute könnten ungefähr drin übernachten. Ja, können Leute wohnen und 2 Bäder. Genau, 2 Bäder für 10 Personen ungefähr. Wir sind ja nur zu 7 gefahren. Mhm. Genau, also hatten, Eleonora hatte das Glück und Alessandro, die hatten einzelne Zimmer. Das klingt jetzt gerade so. Mhm. Die Kinder hatten das Glück, ein Einzelzimmer zu haben. Und wir nicht. Und du musstest. Ja, ich musste mit dem Mann wieder in den Bachelor. Oh Gott. Wie mein ganzes Leben lang schon, seitdem ich mit dir zusammen bin. So ein bisschen was wir dann nächstes Jahr machen. Getrennt. Stand vorne auf der Couch. Das ist eine gute Idee. Wir haben nämlich dazwischen ja noch diesen Zwischenraum. Das verlinke ich euch auch. Auch oben in der Infobox. Jetzt gehe ich mal ins Sächsische. Oh, jetzt kommt der Sachsen wieder durch. Da habe ich nämlich auch noch das immer wieder rumgemacht. Und das zeige ich euch. Nein, ich versuche es gar nicht mehr. Bringt nicht. Keine Chance. So. Und da seht ihr dann auch, wo überall die Betten sind. Weil draußen im Endeffekt in diesem Zwischenraum, da sind auch noch mal Betten. Ich weiß gar nicht, ob das eine Couch, ist das. Eine ausziehbare. Da war dann unser Fitness-Equipment drauf, was wir dieses Jahr mit hatten. Und ja, oben hast du nur eine Küche drin gehabt, Kühlschrank und Herd. Genau, nur der Herd wurde glaube ich nicht angeschlossen, weil das wurde oben, man hatte immer Glück. Ja, Und das Wetter war immer bombisch. Diesmal musste man halt dann trotz Kälte auch mal runter. Ja, da haben wir dann bei gefühlten 5 Grad minus unten gestanden und haben gefüllte Paprikaschote gemacht. Ja, das war im Nachhinein, da ging es ja schon wieder. Welches war denn das? Ich weiß es gar nicht mehr, was wir unten gemacht haben. Ich habe keinen Plan, es musste schnell gehen. Also irgendwas haben wir gekocht, jedenfalls habe ich kalte Füße gehabt und das war auch gar nicht gut. Nein, so. Du bist noch nicht krank geworden, sei froh. Nein, das ist erst später passiert. Genau. Also wir haben dafür haben wir dann für 14 Tage. Für 14 Tage, genau. Für 7 Personen im Endeffekt haben wir bezahlt 2200 Euro. Wir haben 1100 bezahlt und Monster Family haben 1100 Weil bezahlt. Wir sind da immer so, wir machen das so Hälfte. Genau, wir sind ja 3 und 4 und man sagt, okay, machen wir ungefähr Hälfte. Dann hatten die ja die Schwiegereltern einen Fressdrachen. Wir haben ja so einen Fressdrachen, den groß. Ja. Aber der eine Fressdrache. Ach, das ist der Nudeldrache. Das ist der Nudeldrache. Das andere war der Käsedrache und das war der Nudeldrache. Genau, das war der Nudeldrache. Na toll, wir müssen es dann einteilen. Ja. Genau. So. Also die Gesamtkosten habe ich jetzt allerdings gar nicht zusammengerechnet, ne? Nee, das müssen wir dann noch machen. Das war ja. Na, erstmal, das war ja erstmal wichtig. Und die Vignetten haben wir noch vergessen. Ja, ach Mensch. Die haben wir nämlich vor Start erstmal noch gekauft. Weil wir über die tschechische Autobahn, die slowakische und die ungarische. Ja, und die sind ja alle gebührenpflichtig. Genau. Und da muss ich sagen, das hat sich wirklich seit 3 Jahren, hat sich das wirklich gravierend geändert. Also, nee, vor Corona. Ja, vor Corona war es noch so, da musste man ja Tschechei. Den Öftkleber kaufen und dann immer ins Auto rein. Und du hast diese, Entschuldigung, den Auswahl, diese scheiß Kleberteile hast du nie wieder rausgekriegt. So, und also als wir unser Auto dann abgegeben haben, hatte der immer seine tschechische Vignette abgelaufen, aber naja, ist ja wie. Dann letztes Jahr war es dann alles schon digital. Genau, aber in unterschiedlichen Online-Shops. Das war glaube ich so. Eine einzige Vignette war noch woanders, die musste man extra kaufen. Und das ist auch irgendwo. So hat man. Alles in einem, man kann alles reinlegen, man weiß, dass man alle gekauft hat. Ja, genau. Und man kriegt SMS, kann man sich, dafür habe ich schon noch Zuschlag bezahlt, 2% plus. Oder 1 Euro oder so. Nee, 1 Euro hast du bezahlt, damit du aber nachweisen kannst, falls du kontrolliert wirst. Genau, damit ich die PDFs nicht noch ausdrucken muss. Muss ja nicht unbedingt sein. Weil das war immer das Problem, wo man das noch mit dem Zeug hat. Dann haben wir noch einen großen Hefter mit im Auto, falls die kontrollieren können. Also das hat sich wirklich geändert, ist einfacher geworden und jetzt kosten die 3 Vignetten. 72 Euro ungefähr. Rund 72 Euro. Ist halt, das ist ein bisschen teurer, glaube ich, geworden seit letztem Jahr. Ich kann mich auch nicht mehr dran so genau dran erinnern. Ungarn hatte Vignettenpreise ziemlich erhöht, weil die waren immer ganz geringe Beträge und die haben sie jetzt wirklich ziemlich angehoben. Aber wir fahren ja ehrlich gesagt in Ungarn ewig auf der Autobahn. Und das, du musst ja auch immer sehen, das sind ja Monatsvignetten. Weil 10 Tagesvignetten reichen uns nicht. Also musst du ja eine Monatsvignette holen. Haben dieses Zwischending. Ja, genau. Ja, also ist man ist für alles gewappnet, weil das brauchten wir ja 2018, als ich mein Bänderriss hatte und wir in Ungarn bleiben mussten, weil ich konnte ja nicht fahren und wir waren zu fünft unterwegs. Du konntest der ADAC uns nicht sofort transportieren. Das können wir auch nochmal. Das müssen wir müssen noch alles noch erzählen, was wir da alles schon erlebt haben. Das sind schon lustige Sachen. Videos, du heide Witzker. Ja, genau. Leute. So viel kann man euch gar nicht erzählen. Oh Gott. Das, also mit der Frau erlebt er was. Ja, danke, nur mit mir. Das hat nur mit mir zu tun. Ich bin nicht so. Ja, du brichst dir fast das Genick in der Dusche. Das ist was anderes. Aber da war ja keiner dabei. Das ist sehr uninteressant. So, jetzt verrate ich euch mal im Endeffekt, was der Urlaub so im Allgemeinen komplett für uns gekostet hat. Also nur rein Unterkunft, das Tanken und die Vignetten. Ohne Lebensmittel. Das sagen wir euch dann auch noch zusätzlich. Also wir haben bezahlt 1495 Euro. Wow.
Also ich denke... 1,5. Ja. Für 15 Tage. Für 15 Tage. Das Zwischenübernachtung ist alles tanken, Vignetten, alles dabei. Gold. Fürs Leben hatten wir zu siebend. Also wir hatten pro Person eingeplant 35 Euro die Woche. Pro erwachsene Person. Pro erwachsene Person und für die Kinder, also nur Eleonora galt dann und der Kleine. Der Fressdrache und der Käsefressdrache. Der Käsefressdrache und der Nudelfressdrache. Die zwei hatten, nee, Alessandro eben nicht, Eleonora war es ja, genau, für 20 Euro, ne? Mhm. Genau. Also waren wir bei 430 Euro. Mhm. Wobei man bei dem Käsefressdrache eigentlich, ist ja, ist egal. Wir haben schon gesagt, er ist wie ein Erwachsener, ja, zumindest manchmal. Denken wir gar nicht, was in so einen kleinen Körper reinpasst. Da müsste die 430 Euro alleine bezahlen. Um Gottes Willen. Nee, nee, ich glaube, das so nur. Ja, also wir hatten dann insgesamt 430 Euro für 2 Wochen. Genau. So. Haben aber in Moggio Maggiore war beim Einkaufen. Und da haben wir gesagt, okay, Automat ist gerade hier. Wir holen jetzt erstmal, klingt gut jetzt, 100.000 Forint ab. Geil. Klingt echt viel. Ist auch viel. Ist auch relativ viel. Also wir haben so mit ca. 250 Euro gerechnet. Das waren am Ende umgerechnet 260. Mhm. 265, manchmal, ja, privat hat man dann auch noch abgeholt. Sind 262 gewesen. Also es sind immer so plus minus 3 Euro gewesen. Das war erstmal für den Haushalt geplant. Geplant waren 430 Euro. Das wären gewesen, ja, keine Ahnung, wie viel Wochen wären das gewesen? Keine Ahnung, weiß ich auch nicht mehr. Das ist so relativ egal. Und davon haben wir dann halt nur 260 erstmal abgeholt. Genau. So, und dabei ist es am Ende geblieben. Ja. Also es hat komplett gereicht. Diese 260 oder 265 Euro haben komplett bis zum Schluss gereicht. Also das Haushaltsgeld ist bis fast, ach, ein paar Vorrent habe ich jetzt noch drüben im, ja, drüben im Schlafzimmer liegen. Und das war's. Und die habe ich jetzt noch als Haushaltsgeld übrig, das kann man aber vergessen. Also wir haben eigentlich, wir haben alles aufgebraucht, aber nur diese 260 Euro. Also wir sind echt gut weggekommen. Zu siebend. Zu siebend für 14 Tage. Ja. So. Also müssen wir, und wir haben jetzt, also falls jetzt jemand sich denkt, ach du Elend, wie kann man denn da überhaupt überleben? Wir haben nicht gedarbt, also nicht, dass er denkt, wir haben hier jetzt hier wie die Menschen nur Trockenbrot und Wasser gegessen. Wir haben viele süße Teilchen gegessen. Ah, Teilchen, viel Teilchen, Teilchen. Das sind halt die Dinge gewesen, die man dann immer im Tesco Express gekauft haben. Schwiegermama und Waffeln, ne? Waffeln. Du hast ja gar kein Waffelproblem. Da müssen wir auch nochmal zum Psychologen mit dir wegen Waffeln. Waffeln, weil das kann nicht so, Waffelsucht lässt das durch. Kann nicht wahr sein, also nicht so wirklich. Nee, das... Dann haben wir Fleisch, wir haben Hähnchenfleisch, wir hatten Schweinefleisch, wir hatten Hackfleisch. Ja, davon hatten wir alles. Also dreimal Fleisch hatten wir im Endeffekt. Und das so. War ja jedes Mal, glaube ich, ein Kilo. Ja, aber ihr habt ja gesehen in manchen Videos, im Endeffekt müsste ich euch, ich verlinke es euch mal hier oben, wir haben doch unseren Koffer gepackt, unseren Küchenkoffer. Gut. Da haben wir ja auch schon einige Dinge dabei gehabt. Also mussten wir nicht sofort losrennen und ganz viel kaufen. Weil wir hatten ja schon Pudding hatten wir dabei. Wir hatten passierte Tomaten, die sind richtig teuer in Ungarn. Über 2 Euro. Und das sind halt in diesen Glasflaschen, so wie man es bei uns auch kennt. Wir kaufen die aber nicht in Glasflaschen, sondern in diesen Verpackungen, die günstige Variante. Haben wir haufenweise mitgenommen. Nudeln haben wir ohne Ende dabei gehabt. Ja, Kipnebohnen, viel zu viele. Haben wir alles für nächstes Jahr schon eingeplant, dass wir es nicht brauchen, so viel. Ja, wir hatten 8. Und wir hatten so viele Sachen dabei. Also wir können da ja mal gucken. Packungen Nudeln hatten wir ja eh dabei. Die hatten wir dabei. Und die sind wirklich alle geworden. Also die haben wir leer gemacht. Ja. Erstens mal, wir waren ja doch relativ viele Leute trotzdem zu siebend. Also, und Alessandro hat ja sich von Nudeln ernährt. Mhm. Japanische Nudeln und sowas hatten wir dabei. Aber da könnt ihr ja nochmal im Endeffekt in das Video reingucken. So, also das ist wirklich, wo ich sage, also das war jetzt nicht, auch nicht das Grobe, wo du dann sagst, du, das hat jetzt viel ausgemacht. Nö, es war ja, sehr, sehr günstig. Ja. Und dann haben wir halt Wiener, hatten wir noch, die waren auch besonders, oh, die sind so geil. Also ich fand sie lecker. Was ich dann nicht so lecker fand, war einfach, die haben ja nun im Kühlschrank gelegen und die waren in so einer Lage drin. Und als wir hatten dann, deine Mutti hatte lieber Kartoffelsalat gemacht. Und wir hatten Kartoffelsalat drin. Ja, wollten wir Wiener dazu essen, dann habe ich die rausgenommen. Und diese Lake, ich habe schon gedacht, die sind schlecht, die Wiener, aber nie. Die Wiener waren gut. Nur die Lake war dann zu essen. Ja, die waren halt relativ schnell schlecht, man muss ganz schön aufpassen. Obwohl die immer im Kühlschrank waren und es war wirklich gut gekühlt da drin. Mhm. Aber naja. Die Lake hat es irgendwie nicht verkraftet, aber die Wiener, weil die ja noch in der eigenen Haut sind. Mhm. Und die sind dort auch so günstig im Endeffekt wie in Polen. Ja. 2,60 Euro Kilo kosten die dort. Genau. Also das sind Traumpreise, wo man sagt, oh, alles klar. Als Ungar, ich möchte dort ehrlich gesagt trotzdem nicht leben dahingehend mit so einem geringen Lohn, weil dafür ist es trotzdem zu teuer. Weil es
Es gibt viele Dinge, die genauso viel kosten wie bei uns. Es gibt wiederum aber auch Dinge, aber das ist eher für Touristen wie uns. Man sagt, wie, man geht jetzt an die Langoschbude. Da bezahlen wir 1390 Forint, da haben wir schon umgerechnet, sind 3,66 Euro. Gesagt, wir wissen, dass es bei uns Langosch irgendwo im Chemnitz-Center zum Beispiel bei uns in der Ecke oder auf den Weihnachtsmärkten gibt. Gibt's nicht. Was das kostet, ich habe keinen Plan. Wenn ihr soll es sehr teuer sein? Ja, ihr könnt es ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr sowas hier schon mal gegessen habt in Deutschland. Wir essen es bloß, wenn man nicht so Family das mal so den Langosch macht. Ja. In Deutschland, ansonsten nur in Ungarn. Ja. Und das haben wir auch dieses Jahr gut ausgemacht. Oh, jo. Genau. Und wir, ach, die 1390 Forint, das ist übrigens mit saurer Sahne, mit Käse und Knoblauch. Und Käse? Ja, also da muss ich sagen, also in Anbetracht der Tatsache, apropos, wir hatten noch ein Kilo Käse gekauft. Stimmt, da kann ich schon mal gucken. Den Trappistenkäse. Mhm. Was auch immer das ist. Weiß genau. Wir wissen es nicht. Ich weiß nicht, ob die Trappisten erfunden haben. Keine Ahnung. So, jedenfalls, die sparen dort definitiv und nehmen den Käse. Mhm. Also du hast dort wirklich, so eine Schicht Käse hast du drauf. Also da muss für die Käsepreise, die wir ja hier alleine schon haben, und dort ist der Käse noch um ein Vielfaches teurer. Das Kilo 6 Euro bezahlt. Ja, aber das ist halt, das gilt nicht als Gouda oder so, oder als Emmentaler. Nein, Trappistenkäse. Und da haben wir wirklich so einen Riesenteil und das ist wirklich bis zum Schluss leer geworden. Da haben wir extra gesagt, wer Käse auf dem Brot haben will oder so, schneidet sich es auf und fertig ist. Hm. Weil die Scheibenkäse, das kann man einfach nicht bezahlen, das ist unbezahlbar. Und da haben wir dann wirklich am letzten Tag abends, nee, am vorletzten Tag abends, habe ich dann Weißbrot mit Rusch und Stück Käse. Ja, wir haben ein Stück im Käse, weil wir dann auch keinen Hunger weiter hatten. Das war, glaube ich, der Abend, ja, wo wir spät Kaffee getrunken hatten und keiner hatte richtig Hunger. So, das war also, wo ich sage, also Kilo Käse ist 6 Euro, kann man jetzt noch genau sagen. So, der Langosch 3,66. Was haben wir noch? Wir waren viel Eis essen. Aber das Eis ist halt wirklich fast genauso wie bei uns. Also 500 Forint an den meisten Ständen für, es sind 1,32 Euro. Circa, mit der Umrechnung. Ja. Aber man muss bedenken, es gibt halt so wie, wir gehen gerne halt ins Café Rino hier in Limbach. Das ist unbezahlte Werbung. Und dort kostet die Kugel, glaube ich, mittlerweile 1,40. 1,40 oder 1,50. Ja, das bin ich mir gerade unsicher. Und das ist halt auch so Eis, wo man sagt, oh, ist ganz was anderes. Ja, das hat man nie überall. Ich mag dieses Schöller-Langnese-Eis, was es hier teilweise um die Ecken gibt. Nee, mag ich einfach nicht. Das schmeckt, nee. Ja, nee, das und das ist dort halt selbstgemachtes Eis, bei dem einen zumindest, bei der direkten. Also, was ist das, Eiscafé? Das ist ein Eiscafé. Ein Eiscafé, wirklich aus eigener Herstellung. Dort hat aber vielleicht auch. Ja, muss, also eigentlich muss es, weil das ist Snickers. Keine Werbung. Das ist Snickers-Eis. Die nennen das aber auch so. Die nennen es ja so Bueno-Eis. Punsch-Eis, das ist wirklich mit Rosinen drin. Das war weiß ich gar nicht, wie war denn das unten? Waren da auch Rosinen drin? Nee, dort waren keine drin, das war aber beim selbstgemachten, dort waren nur Rosinen drin. Genau. Kaffee-Eis, wirklich richtig lecker. Kaffee und Cookie, das war richtig lecker. Was war das Third Olmo? Was hat man gesagt? Das ist Bratapfel. Ja, Bratapfel. Hat Eleonora auch sehr gut geschmeckt. Erdbeereis, hat man richtig gesehen, da ist ein Stückchen Erdbeeren drin, richtig? So, also das Eis war richtig gut. Das ist nicht vergleichbar. Also da muss man hier in eine gute Eisdiele gehen, vielleicht in eine Eismanufaktur. Ja. Wir waren noch nicht hier in der Eismanufaktur irgendwo in Limbach draußen. Ja, doch, draußen wir waren nur in Dings, ja, in Chemnitz drin waren wir mal. In, ja, wo wir hier das Zimteis, das Milchreiseis. Das ist auch ja, das, ach, das ist russisches ja, das Moskauer Eis. So. Ja, das dort war es zum Beispiel auch lecker. Genau, das stimmt. Und das ist ja aus eigener Herstellung. Ja. Und da hast du dann aber auch dementsprechende Preise für die Kugel. Ja, da bezahlst du doch ein bisschen mehr. Also, aber wenn man sich überlegt, dass man als Ungar wesentlich weniger verdient und dann diese Preise ist schon heftig. Nee. Für uns jetzt war es okay, es ist Urlaub sowieso, wo man sagt, da gibt man sowieso ein bisschen mehr Geld aus. Ja, so. Ja. Aber wir hatten den einen Tag am 8.8., das weiß ich ganz genau, weil da ja mein Bruder hat's Geburtstag hat, sind wir zur Eisdiele hoch, weil ich habe es bei Facebook gesehen, die hatten nämlich einen Eistag. Und da gab es nämlich die Kugeln für 390 Forint, also 1,03 Euro, also knapp 1 Euro. Mhm. Und da hatten die alle Eissorten. Mohn-Eis. Aufgefahren. Ich hätte ja nur gedacht, okay, gehen wir mal von uns hier aus, ne, von unseren eben Eisdielen und sowas. Wenn man da was im Angebot hat, das wird ja ach so, wird künstlich ja, ne, zurückgehalten. Mhm. So, ist dort gar nicht. Wurde alles aufgefahren, was es gibt. Das war richtig gut. Und dort war Punsch-Eis wirklich mit Rosinen. Mm. Hammer. Haselnuss-Eis. Oh, das war lecker. Boah,
Also ich und das Mohneis. Ich habe noch nie Mohneis gegessen. Ja, gut, das war lecker. Nee, fand ich hast gut. du doch gekostet? Ja, ich habe es gekostet, aber ich fand es nicht lecker. Warum nicht? Ich weiß nicht. Das ist nicht das hier Waldenburger Mohn. Den Waldenburger Mohn, den gibt es schon nicht mehr. Den gibt es auch hier nicht mehr, weil es gab nämlich nur Mohnkuchen. Und da, wenn der Mohn nicht gerade passt, dann... Ich hasse Mohnkuchen. Ich hasse Mohnkuchen generell. Außer von uns hier, wenn er mit Waldenburger Mohn gemacht ist. Tja, oder ist auch nicht mehr. Wenn wir in Polen sind. Verstehe ich nicht. Der Mohnkuchen damals. Weil es gab nämlich, es gab nämlich in Ungarn gab es auch Mohnteile. Und die Mohnen, also richtig wie Kompott, wie Kuchen. Ach, Kuchen verteilt in der Zwischenübernachtung. Oh, das war so lecker. Okay, Waldenburger Mohn. Ach du, ne Witter, vergiss es. Da ist verwöhnt der Mann neben mir. Es geht gar nicht. Ich hab dich. Ja. Ja, toll, das ist nur Stich. Es ist nämlich trotzdem noch ein Rutschfahrstück hier. Ich muss mich mal ein bisschen bequemer hinsetzen. Aua, ich saß nämlich wieder auf meinem Fuß. So, ja, so sitzt man ja. Man sitzt ja oben. Also, man sitzt oben nicht da. So. Du hast doch gerade hier oben nicht gesessen. Ja. So, wollen wir euch mal verraten, das ist Hähnchenfleisch, das muss ich aber ad hoc dann sagen. Ja, genau, das war das, was wir so gekauft haben. Also ja, Hähnchenfleisch ist nämlich super günstig in Ungarn. Durch 380 kostet das Kilo 3,34 Euro. Und Leute, das ist bei uns sieht das Hähnchenfleisch wie aus? Weiß, so. Nee, das sieht auch schon rosa aus. Das Problem rosa. Ist, und wenn man das brät, das sieht genauso aus am Anfang. Wenn man es anbrät, wird es wie wenn man Hähnchen von Hähnchenschenkeln das Hähnchenfleisch frisch runter macht. Dann zerbröselt das richtig. Das ist richtig mürbe. Ja, also und das sieht gelblich aus, hast du gesagt. So weiß. Nee. Nein, hatte ich nicht gesagt. Da hast du mich wieder falsch verstanden. Das ging um, wir waren in einem Fleischer beim Huschbold. Nein. Du wirst mir gleich alles erzählen zwischendrin. Ja. Und dort gab es richtige Hähnchen. Die sehen aus wie bei uns Maishähnchen. So sehen aber die Hähnchen immer so aus. Das meintest du. Dass man Hähnchen keine Hähnchen schenkt. So. Keine Hähnchenbrust. Und dort gab es keine Wurst. Knacker, die es eigentlich in Ungarn nicht gibt. Ja. Weil das sind einfach nur, was sind das? Ist irgendwelche Wurst? Ja, Kolbas. Das ist Kolbas. Kolbas. Nimm typisch Kolbas. Nimm typisch Knacker. Keine Schafe bitte, aber wir hatten Schafe. Ja. Oh, die naja. Wir haben ja auch nicht gesagt, dass wir keine Schafen möchten, weil wir ja gar nicht wussten, dass es eigentlich keinen Unterschied gibt. Hier gibt's halt, es gibt halt keine richtigen Knacker dort, aber das sind halt, es ist Wurst, fertig. Aber die waren lecker und die waren günstig. Und die haben wir diesmal gar nicht mitgenommen. Nein, aber es ging ja auch nicht. Du Armer. So, dann verraten wir euch mal noch, was das Hackfleisch gekostet hat, weil das Fleisch ja wirklich sehr, sehr teuer bei uns ist. Das hat 5,26 Euro, da bin ich aber vom Teureren jetzt auch ausgegangen. Mhm. Ich glaube, Hähnchenfleisch auch. Das war im Tesco Express. 4,99 Euro hat, glaube ich, Hähnchenfleisch im Aldi gekostet. Ja. Also ein paar Euro sind das immer Unterschied. Und das Hackfleisch hat auch so 4,99 Euro schon gekostet. Das war wirklich. Also im Aldi ist immer noch ein Stückchen günstiger gewesen. Ja. Aber Zwiebeln zum Beispiel. Ja, das war heftig. Das ist. Das war im. Was habe ich denn jetzt hier gerechnet? 4 Euro oder so. Also, das war ein Gemüse. 5 Euro steht hier was vom Kilo. Ja. Kann das sein? Ja. Ja, ne? Also, das ist richtig teuer. Also, Kilo. Das Zwiebeln waren teuer. Dann haben wir eine Melone, hatten wir noch geholt in Tesco. Die war dort günstig, ne? Die war, da hat es Kilo 49 Cent gekostet. Das gibt es halt bei uns zurzeit ja überhaupt nicht. So, das Wichtigste sind die Teilchen. Ach so, die Quarktaschen. Die Teilchen sind aber trotzdem nicht. Ja, also. 54 Cent und so. Es ist ein Stückchen billiger als bei uns. Ah, die schmecken halt wohl ein bisschen anders. Aber die schmecken besser, finde ich. Ja, es gibt schon ein paar andere dann Teilchen, so Quarktaschen. Ja, mit Pekannüssen drin. Ja, mit Pekannüssen, die gibt es bei uns zum Beispiel, glaube ich, überhaupt nicht. Das ist Hammer. Und die gibt es aber nur im Aldi dort. Bugatschen, die gibt es ja bei uns nicht. Bugatschen sind Käsebugatschen, das sind so Blätterteig, wie Brötchen, Blätterteigbrötchen mit ganz viel Käse drauf. Anders als Käsebrötchen, die gab es nämlich auch. Aber die haben wir wiederum nicht gegessen. Die gab es auch gar nicht im Tesco. Die gab es nur, also nicht im Tesco Express. Doch, aber trotzdem. Haben wir welche gekauft, auch die waren nicht so gut. Käsebrötchen haben wir keine gekauft. Nee, Käsebrötchen. Und die waren aber trocken. Die waren relativ trocken, ja. Man muss aber ein bisschen aufpassen. Und unsere liebe Vermieterin hat uns dann welche gemacht. Genau, die hat uns auch noch selber welche gebacken. Da gab es dann den Korb und da waren die drin. Aber die sind lecker, wenn die noch warm sind, dann. Oh, das sind die richtig lecker. Also das müsst ihr auf jeden Fall in Ungarn essen. Also ich denke, das sind so die Sachen, wo man sagt, Langosch muss man unbedingt gegessen haben. Wer nach Ungarn fährt und kein Langosch gegessen hat, der darf nie wieder einreisen. Wir gehen ja sonst auch nicht normal da essen.
Also das machen wir ja gar nicht. Das haben wir schon gemacht. Das ist schon ewig her. Also das die Preise sind ja dann dementsprechend. Wir wissen, wir haben auch keine Ahnung jetzt, wie es jetzt aussieht. Wir sind an den Gaststätten bloß vorbeigegangen. Ich habe keine Ahnung. Wir haben einmal bestellt. Ja, wir haben einmal Pizza und Gyros haben wir bestellt. Ja. Und das sind halt, also da sind die Preise jetzt nicht anders als hier. Wisst ihr gar nicht, wir haben 16.000 für uns bezahlt. Für sieben Personen. Ja, genau. Jetzt darf ich es wieder rechnen. Also, kann man nicht mehr am Kopf rechnen. 16.600 ungefähr durch 380. Sind 43,68 Euro durch 7 Personen. Sind 6,24 Euro für. Wie groß sind die Pizzen? 32? Ja, gut, das sind 30. Nee, 3. Nee, 30 sind bei uns. Nee, das waren 30. Die Standort ist dort 30, bei uns ist ja Standort 26. Dort gibt es keine 26. Dort gibt es gar keine 26. Dort gibt es 30, 50, stimmt. 60. Da waren es 30er Pizzen und Gyros-Teller halt. Gyros-Teller ist jetzt ähnlich, ist aber, schmeckt aber ganz anders trotzdem irgendwie. Es soll wie Döner-Teller sein, ist es aber am Ende nicht. Mit Pommes, das mit Pommes dazu. So, und Pizzen sind halt, na gut, die sind halt, weil es Ungarn. Die sind dann halt ungarisch angehaucht. Ne? Genau. Da hast du Chili drauf, dann Salami. Ja, da hast du halt die Wahl. Die ja, saure Sahne, dann hast du Rippchenfleisch und sowas. Ne? Also das ist dann wirklich... Das hätte ich komisch. Ja, aber... Aber ich glaube, das sind so Geschmackssache, würde ich da mal sagen. Aber genau. Die sind wirklich, die sind eben nicht so dick, sondern ganz dünner Boden und schön richtig lecker. Also. Und bei der Pizzeria bestellen wir jetzt schon seit ein paar Jahren. Ja. Haben wir jetzt mehrere Jahre schon hintereinander, ob wir, egal in welcher feinen Unterkunft wir in Fürth waren, haben wir dort eigentlich jedes Mal bestellt gehabt. Das ist auch genial. Also ich finde das genial, die kommen, die du bestellst, also unsere Vermieterin musste uns dann hilfreich unter die Arme greifen. Bei der ersten Bestellung ist nie angekommen. So, und da ist dann der Schwiegerpapa runter und die hat es dann halt gemacht. Und das Geile daran ist wirklich, du bestellst und 20 Minuten später. Es ging schneller als gedacht. Macht's raus, muss blöd, blöd. Weil und dann anders steht es ja, ja, und da steht die dann da. Und das Geile daran ist, in der App, wir haben es ja über die App bestellt und dort stand als Preis irgendwas mit 19.000 vor. Stand mehr da. So, und dann kommt der gute Mann und reicht die Rechnung hin. Marika sagte dann, was du willst, 18.000? Ne, 19.000 geben? Ne, 18. Ich glaube 18. Ne, du willst 20 geben, weil wir waren ja bei 19.000 durch. Und sagt sie hier 20.000 und dann muss er sich angeguckt haben. Hier hast du 2.000 zurück dann. So, und dann gab es noch mehr zurück, ja. So wie du sagst, also weil es war dann doch am Ende günstiger, weil es nicht über die App war. Ja. Weil über die Apps, das kennt ihr bestimmt ja selber. Auch dort ist es dann teurer über solche Apps. Ja, also bestell, auch das Schwierige ist halt, wenn man okay, Ungarisch kann, wird es ein bisschen schwierig dort anzurufen. Wird schwierig, ja. Ja. Ich habe das eh mal probiert, da waren wir in der anderen, im anderen Ferienhaus und da wollten wir echt bestellen. Kompliziert. Da haben wir dann auch die Vermieterin von dort damals. Ja. Weil die haben das dann übernommen. Weil das, das war verhungert. Nee, das war mal verhungert. Ja, und. Ja, das waren eigentlich jetzt so die wichtigen Sachen, was wir so eigentlich mitbringen können. Ne? Ja, und was du dort auch nicht kaufen kannst, sind halt Chips oder sowas. Oh ja. Das ist wirklich sehr teuer. Also Chips ist richtig teuer und Süßwaren und sowas im Allgemeinen finde ich das auch sehr teuer. So. Auch Bier ist nicht unbedingt so super günstig. Wer nicht mein Problem, ich muss, ich trinke kein Alkohol. Ja, nee, also egal. Wenn du jetzt normales Bier oder auch Mixerie. Doch Mixerie ist teuer. Da hast du wirklich, der kostet dich die Dose 499 Pfund. Und wenn du Glück hast, 349, das ist dann knapper Euro. Das ist fast ein Euro. Fast ein Euro für eine Dose Bier. Eine Dose Bier. Deswegen trinken wir halt dort unten dann meistens Wein. Weil, ja, Ungarn. Der war ja günstiger, ne? Wein. Rotwein, na, außerdem passt der auch, finde ich. Ist ja Ungarn, also da musst du Wein. Rotwein, 699 für 2 Liter. Das sind 2 Euro. Noch nicht mal. Noch nicht mal 2 Euro. Und der Wein schmeckt trotzdem, und ne? Der schmeckt trotzdem. Und wir trinken den aber in die Bur und wir machen Weinschorle draußen. Wenn es dann doch warm ist, macht man es ja, trinkt man nicht unbedingt mehr. Und dann nehmen wir auch immer, also haben wir bis jetzt immer mitgenommen eine Flasche rum. Und lieber Schwiegerpapa, falls du dieses Video schaust, ich muss dich enttäuschen, ab nächstes Jahr machen wir das nicht mehr. Da wird lieber mehr Wein getrunken. Dann trinken wir lieber 2 Liter Wein. Könnt ihr auch Weißwein trinken. Ja, dann machen wir Weiß, Rot, Rosé und das verteilen wir über die 2 Wochen. Das passt. 6 Liter. Das war's Wort. 6 Liter in 2 Wochen. Krüsch mal hin. Um Gottes Willen. Und das zu zweit. Na, Prost, Mahlzeit. Ich glaube, an der Stelle werden wir jetzt auch das Video beenden. Ja. Dankeschön fürs Zuschauen. Jo. Und wir hoffen, wir haben euch ein bisschen den Einblick gegeben, was so ein Urlaub kosten kann. Es ist halt, je nachdem, was man erwartet, was man für eine Erwartungshaltung hat,
dann muss man natürlich mehr oder weniger, kann man da immer noch rausgehen. Ja. Also weniger wird es wahrscheinlich kaum werden, aber eher mehr. Vor allem, wenn man dann doch öfter mal essen geht oder sowas. Ja, wenn du dort unterricht essen gehst. Dann. Genau, dann ist es natürlich ein teurer Urlaub. Aber wir sind auf jeden Fall gut weggekommen, hatten trotz dessen natürlich einen schönen Urlaub. Jo. Da muss man nicht unbedingt viel Geld ausgeben. Und wir haben, ehrlich gesagt, so gut wie jeden Tag Eis gegessen. Teilchen irgendwo trotzdem gegessen. Ja, also uns ging es gut. Wir haben jeden Tag Teilchen gegessen. Alle zwei Tage wirklich ein Eis. Ja. Oder manchmal sogar eigentlich fast jeden Tag. Es war wirklich der eine Tag, wo es geregnet hat. Da haben wir es, glaube ich, nicht gegessen. Jo. Ansonsten haben wir immer... Langosch haben wir gegessen, ja. Das ist wichtig. Die Kinder haben sogar Palatschinken gegessen. Ja, die haben sogar Palatschinken. Habe ich auch welche gegessen, stimmt. Und wir haben viel gelacht. Genau. Ja, das ist wichtig. Und ich denke mal, davon geht es in dem Urlaub. Richtig. Würde ich mal sagen. Und falls ihr noch Fragen habt. Genau. Ne, einfach die Kommentare. Wir antworten eigentlich auf alles. Bis auf. Ist egal. Nein, das erzählen wir jetzt nicht. Hast du da was? Nein. So, dann wird Kontostände nicht. Ach so, das verraten wir. Aha. Nee, da müsst ihr unsere Cash-Stuffing-Videos. Aber ansonsten, da bringt ihr Budget-Videos. Bald auch ins. Ja. Kommt ihr auch bald ins Online. Müsst ihr mal schauen. Genau. Dauert gar nicht lange. Dieses Video wollten wir wann? Am Donnerstag. Morgen. Morgen. Genau. Also Donnerstag. Da kriegt ihr im Endeffekt das Video. Und am Freitag kommt dann schon das Cash. Am Freitag schon? Ist es wirklich schon Freitag? Schon am Freitag. Na gut. Na, aber sicher doch. Frau ist Chef. Es ist ja schließlich August und es ist schon sehr verspätet, dadurch waren wir im Urlaub. Genau. So. Dann machen wir es so. Und abonnieren, wenn ihr es noch nicht getan habt, weil ihr verpasst da nichts. Genau. Na? Über gefällt mir, freuen wir uns jederzeit. Und über Kommentare sowieso. Definitiv, wisst ihr ja. Und wir antworten auch. Ja. Also. Wir haben noch ein bisschen was nachzuholen durch den Urlaub. Ja. Ist euch ja bestimmt aufgefallen. Wir haben versucht, alle wenigstens zu herzen und zu liken. Das haben wir, denke ich, mal geschafft. Und. Ich bin dann drüben am Rechner und guck mal, dass ich die alle noch so ein bisschen beantworte. Was genau, ne? Aber das schaffen wir auch noch. So, in diesem Sinne, macht euch noch einen schönen Tag. Und dann sagen wir mal Tschüss, der Andi. Die Marika. Und gemeinsam sind wir natürlich wir. Bis bald. Tschüss.